Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir uns natürlich wieder anschauen, was für Sparpläne ich dann am 2. August bei Trade Republic ausführe und wie sich das Ganze aufteilt. Ich habe es diesmal nach Branchen aufgeteilt. Wir werden hier nicht unbedingt auf jede Aktie drauf eingehen, aber auf die meisten werden wir darauf eingehen und warum ich sie gekauft habe. Wie immer, das ist keine Anlageberatung, sondern nur, wie ich selber persönlich investiere. Und bevor wir hier die ersten Aktien uns anschauen, das Ziel diese Woche war Cashflow und Motivation zum weiteren Investieren und wie die einzelnen Aktien quasi da reinspielen, werden wir uns jetzt anschauen. Und hier werden wir einmal uns die einzelnen Blöcke nacheinander anschauen. Und der erste Block sind hier die BDCs und REITs. Hier haben wir ein paar Vertreter mit sehr hohen Dividenden. WP Carry zum Beispiel erhöht jedes Mal, wenn sie Dividende zahlen, auch ihre Dividende. Das heißt, jedes Quartal gibt es mehr Dividende. Und jedes Quartal investiere ich auch mehr in WP Carry. Das heißt, ein Teil tut WP Carry dazu, dass ich immer mehr Dividende bekomme. Und ein Teil ich selber. Als nächstes haben wir hier noch PennantPark Floating Rate, ein BDC. Der zahlt immer so rund um den ersten aus. Also auch hier schöne Cashflow-Aktie mit einer recht hohen Dividende, ungefähr um 8%. Als nächstes haben wir dann hier Realty Income. Sie zahlen immer um den 15. aus und haben eine Dividendenrendite von 4%. Und PennantPark, sowohl wie Realty, zahlen auch wirklich jeden Monat aus. Auch jeden Monat zahlt aus Prospect Capital. Hier habe ich nur 10 Euro investiert, denn das ist jetzt nicht unbedingt die beste Aktie, würde ich sagen. Sie ist aktuell ein bisschen teuer, deswegen nur 10 Euro. Jedoch, was mir an der Aktie gefällt, ist, dass sie nun mal meistens zu Tagen auszahlt, wo recht wenig andere Aktien auszahlen, denn sie zahlt immer so rund um den 20., 18. halt immer aus und da kommen auch immer ein paar Cent. Bisher hatte ich hier nur 15 Euro investiert, hier kommen nochmal 10 Euro hinterher und ja, es ist möglicherweise nicht die beste Investition, jedoch möchte ich hier mal auf eine Sache zu sprechen kommen. Denn Börse ist 10% die richtigen Aktien wählen und 90% ist eigentlich dabei zu bleiben und motiviert zu bleiben. Und man muss einfach mal auch hier den Kauf von Prospect Capital eher so sehen, wie etwas, was man sich einfach gönnt, weil es einem gefällt. Ich mag es wirklich und habe Freude daran, solche Aktien zu kaufen. Da nehme ich auch halt das Risiko, was halt mit Prospect Capital kommt, halt gehe ich einfach ein und investiere da 10 Euro. In der Gesamtsumme der Sparpläne macht das auch nicht wirklich viel aus und da springen wir auch gleich mal zum nächsten Block. Hier sehen wir, haben wir ein sehr solides Investment mit 3 ETFs. Hier habe ich insgesamt nochmal 50 Euro hinterhergeschossen und alle 3 ETFs gefallen mir. Jedoch sind sie nicht sehr gut, was Cashflow angeht. Deswegen habe ich hier die eigentlich kaum bespart. Jedoch habe ich mir halt vorgenommen, jeden Monat ETFs zu besparen. Deswegen sind sie natürlich auch diesen Monat mit dabei. Dann kommen wir zu einem großen Block und hier sieht man auch, viele Aktien sind dabei und das sind die Konsumgüteraktien. Das Besondere an Konsumgüteraktien finde ich einfach, dass sie nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen wie manch andere Aktien. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Aktie wie Airbus haben oder TUI, die möglicherweise wirklich in finanzieller Schieflage sind, auch zum Beispiel Unternehmen, wo die Zukunft ungewiss ist, da würde ich gerne jedes Quartal reinschauen. Allerdings finde ich, bei gerade solchen nicht zyklischen Konsumgütern reicht es fast aus, alle 5 Jahre reinzuschauen, denn man muss halt wirklich den langen Trend sehen. 1 oder 2 Quartale können mal wirklich schlecht ausfallen, dann gibt's Druck auf die Margen, weil mal wieder die Rohstoffpreise anziehen. Dann fallen die Rohstoffpreise, die Margen steigen wieder. Das ganze Alltägliche muss ich mir eigentlich gar nicht antun. Ich habe mir hier einfach gute Unternehmen ausgesucht
und werde sie langfristig besparen und alle 5 Jahre auch mal wirklich einen Blick drauf werfen. Denn sowas wie eine Kraft Heinz ist jetzt eher nicht mein Fall. Und sowas könnte man dann halt auch schauen, ob man das weiter bespart oder sogar im schlimmsten Fall verkauft. Kommen wir dann zu einem weiteren großen Block. Und hier haben wir Finanzaktien. Diese stelle ich ja immer wieder gerne in Grün dar. Jedoch haben wir hier nur eine Art von Finanzaktien und zwar Versicherungen. Hier habe ich Versicherungen aus den USA, aber auch ein bisschen Europa und UK mit dabei. Das liegt daran, dass sie aktuell alle recht günstig bewertet sind. Im Gegensatz zum recht teuren Markt sind sie ja dann doch echt die Value-Aktien oder ein ganzer Value-Sektor, könnte man schon was sagen. Natürlich sind die Zukünfte halt ungewiss bei diesen Aktien, denn man weiß nicht, hey, was machen die Leitzinsen, die EZB in den USA, die Fed und natürlich auch Naturkatastrophen oder auch halt bei Lebensversicherung. Hey, wie alt werden die Menschen? Es gibt verschiedene Risiken bei verschiedenen halt Versicherungen. Deswegen bin ich auch sehr erfreut, dass ich halt hier verschiedene habe. Auch zum Beispiel eine Aflac, obwohl sie in den USA gelistet ist, ist stark in Japan tätig und sind da einer der größten Versicherer. Also man ist auch weltweit diversifiziert mit diesen Aktien und damit kann man halt auch das gewisse Risiko halt ein bisschen rausnehmen. Und machen wir weiter. Der nächste Sektor ist Healthcare. Hier haben wir einmal GlaxoSmithKline, Pfizer und Amgen. Eine Aktie, die ich immer wieder besparen will, ist einfach Pfizer. Ich denke nun mal dadurch, dass die Impfung von Pfizer einfach am beliebtesten ist, haben sie etwas während der Pandemie gewonnen, was man nicht mit Geld bezahlen kann. Und das ist einfach einen guten Ruf. Wenn man jetzt einfach an Pfizer denkt, gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die vielleicht in den Kopf kommen. Das eine ist Viagra, das andere ist nun mal der Impfstoff. Viel mehr kennen die meisten wahrscheinlich von Pfizer gar nicht. Und das gibt ihnen einfach den Ruf. Und wenn man sich natürlich dann etwas auswählen darf bei Medikamenten, dann würde ich natürlich die Marke nehmen, nämlich Pfizer. Und ich denke mal, das wird sich in den kommenden Jahren durchaus auszahlen. Jedoch ist natürlich Healthcare immer ein bisschen, ja, unübersichtlich. Da gibt es immer wieder Risiken, Produktzyklen, Patente, die auslaufen, Generika, Biosimilars. Ist also auch ein sehr komplexer Bereich. Deswegen bin ich auch hier gerne in mehreren Aktien investiert. Als letztes haben wir dann noch einen gemischten Teil. Dieser Teil ist einfach ein paar Aktien, die jetzt in keine andere Kategorie gepasst haben. Und hier haben wir dann halt wieder verschiedene. Ich wollte nochmal meinen Teil Citrix erhöhen, denn sie sind immer noch im Minus. Denke ich mal, schieße auch nochmal 10 Euro hinterher, obwohl sie eine sehr niedrige Dividendenrendite haben. Hingegen dazu hat Snap-on, Verizon, Lockheed Martin und Rex halt überall eine Dividendenrendite von über 2, geht auch auf jeden Fall auch wieder auf den Cashflow. Und ich denke auch dadurch, dass man einfach hier auch breit gestreut hat, wird es sein, dass jeder Tag oder alle 1, 2 Wochen zumindest hier durch diese einmalige Sparplanausführung halt immer wieder erhöhte Dividenden kommen wird. Und das finde ich auch besonders wichtig, denn langsam fangen wir an halt gerade im übernächsten Monat halt Vergleichswerte zu haben. Da ist natürlich schön, ein bisschen Cashflow noch mit reinzubringen. Insgesamt gefallen mir aber auch die Aktien. Ich habe auch hier viele Aktien mit dabei, bei denen ich noch teilweise keine 50 Euro investiert hatte oder die halt einfach unter 100 Euro lagen oder um die 100 Euro. Und da will ich natürlich auch in Zukunft aufstocken. Ich habe mich zuerst jetzt wirklich mehr auf den Wachstum konzentriert. Wenn wir uns auch die Top 10, wie im letzten Video schon angeschaut, dann sehen wir, da ist viel Wachstum dabei, aber nur ein oder zwei Aktien, die eine wirkliche Cashflow-Dividende haben. Das soll es aber gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.